Unweit von Buttenheim liegt die 17 Hektar große Liasgrube, in der früher Ton abgebaut wurde. Das ganze Areal ist ein Biotop und man kann es auf einem kleinen Rundweg erwandern. Vor Unterstürmich liegt die große Tongrube, die heute noch im Betrieb ist. Im Lias findet man herrliche Versteinerungen. Wir machen uns Gedanken über den schmalen Weg. Die Liebe zum schmalen Weg stärkt dich. Der schmale Weg führt dich aus der Masse. Du entziehst dich dem Mainstream. Nicht einfach so, sondern wenn du den Ruf Gottes erkannt hast. Er spricht, du bist mein. Verzicht ist nicht gleich Verlust. Entdecke den Gewinn im Verzicht. Die Freiheit, die der schmale Weg in einer ganz tiefen Qualität mit sich bringt. Aber es kostet dich etwas. Schmal ist eben nicht breit. Du wirst Einsatz zeigen, konsequent sein und auch Härte gegen dich selbst entwickeln. Geschenkt ist der breite Weg. Errungen wird der schmale Weg, obwohl er eine Gabe Gottes ist. Liebst du den schmalen Weg, dann bedeutet das für dich nicht Verlust, sondern Gewinn. Die Liebe zum schmalen Weg wird dich stärken. Vielleicht brauchst du 7x70 Entscheidungen, den schmalen Weg nicht zu verlassen. Gott ist der endlos Gebende, aber er fordert auch. Er fordert diese besondere Liebe. Damit du nicht den Mut verlierst, wird er dir die Augen öffnen, so, dass du ihn wirken siehst an deiner Seite. Es ist eine besondere Erfahrung. Die Liebe zum schmalen Weg wird dich stärken.